Das Ballett Nussknacker und Mausekönig hat sich seit seiner Premiere 1892 zu einem der erfolgreichsten, beliebtesten und am meisten gespieltesten Stücke der Tanzwelt entwickelt. Die Grundlage und der Hintergrund für diesen bis zum heutigen Tag anhaltenden Erfolg dieses Stückes ist zum einen die verzaubernde und bezaubernde Geschichte von E.T.A. Hoffmann und vor allem die Transformation in die Tanzwelt durch die Komposition von Peter Tschaikowski. Wir haben uns dem Stück so genähert, dass wir genau diese beiden Quellen als Inspiration und als Energie genommen haben, um unsere eigene Fassung zu entwickeln. Das Bühnenbild besteht aus zwei Seiten. Das eine ist eine bürgerliche Welt und aus dieser bürgerlichen Welt kann man sich in eine Traumwelt hineinträumen. Das Schönste an diesem Abend ist erstmal, finde ich, die Atmosphäre, das Licht, weil es ganz große Plastizität hat, ganz große Strahlkraft hat und das einfache Bühnenbild in einer großen Variantenbreite zeigt. Als neuer GMD hier in Ulm zum ersten Mal meinen Bühneneinstieg mit dem Nussknacker zu haben, bedeutet mir viel. Ich liebe Ballett sowieso und als die Frage aufkam, wer denn diesen Nussknacker dirigieren könnte, habe ich sofort gesagt, Moment, das muss ich machen. Die Herausforderung bei dieser Musik ist natürlich die Vielfalt, die in dem Ballett drinsteckt. Also wir haben in dem ersten Teil des Werkes eigentlich eher größere Nummern und dann im zweiten Teil haben wir viel kleinere Stücke, die auch durch besondere Instrumente dann besonders hervorgehoben werden. Und das sozusagen zusammenzubringen und in ein großes, rundes Ganzes zu kriegen, das ist so eine besondere Herausforderung. Aber die Musik ist einfach wunderschön und es macht großen Spaß, diese wunderbaren Momente in der Musik zum Klingen zu bringen.